Also, was geht ab, Leutonge? Am EV Lichterbaum. Es ist Raid Day. Die Starter von Gen 1 sind am Start und deren Entwicklung. Und die Entwicklung können auch shiny sein. An sich ein sehr, sehr uninteressantes Event. Klar, 5 freie Raid Pässe. Vielen Dank, Niantic. Ich meine, alles. Man kann in allem etwas Gutes, Positives finden. Und ich habe etwas Positives gefunden. Ich setze mich mal kurz. Abgesehen von 5 freien Raids, sprich 5 freie 5000 Arena-Punkte. Es ist ja auf jeder Arena ein Raid drauf. Auch auf X-Raid-Arenen. Das heißt, man kann triggern und gezielt nur auf diesen Arenen raiden mit den 5 freien Pässen. Und das mache ich auch mit dem kleinen Account. Der kann mich dann nächste Woche hoffentlich zu irgendeinem X-Raid einladen. Das ist doch so ein kleiner Bonus, der mir eingefallen ist. Deswegen klappe ich jetzt erstmal. Also ich bin erstmal eine Stunde später, habe ich angefangen. Weil ja, Event juckt mich nicht so. Jetzt habe ich 2 Stunden Zeit, um erstmal die X-Raids abzuklappern und dann 5 Arenen zu finden, wo ich einfach die Arena-Punkte mir abstauben kann. Und dann schauen wir mal weiter. So, Pinakotheken. Die Arenen hier sind direkt nebeneinander. Ihr steht gerade auf der alten Pinakothek. Das ist die neue Pinakothek, beides X-Raid-Arenen. Was ist da drauf? Ein Glumanda und ein Schillock, glaube ich. Wir sind vom alten Nordfriedhof gekommen, hier vor Richterbaum. Und da war auch noch das Kletternetz, aber da war ein Bisa-Floor drauf. Und den schafft der Kleine nicht alleine. Wir gehen dann weiter zum Wittelsbacher Brunnen. Der löst garantiert aus, der löst eigentlich jede Woche aus. Dann noch Gedenkstein, ne, Fackel, glaube ich. Das ist aber dieselbe Zelle, also habe ich jetzt erst neulich entdeckt, dass es dieselbe Zelle ist. Und dann noch Book of Stones, wobei Book of Stones in letzter Zeit gar nicht mehr auslöst. So, auf zum nächsten. Unser erstes Shiny während des Events, Zickzacks. Davon habe ich aber schon 2, glaube ich. Oh, nice. Burmi habe ich leider noch keinen. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon Burmi habt. Auf geht's. Das ist der Wittelsbacher Brunnen. Das ist die alte Börse. Da geht's Richtung Innenstadt. Und da müssen wir jetzt hin, wo der uns Platz. Da waren sogar 2-3 Leute drin. Countdown bei 19 Sekunden, wo ich reingekommen bin. Nice. 100 Sekunden gespart. 1,5 Minuten ungefähr meines Lebens erspart. Niantic, wann macht ihr mal was dagegen? Wieder eine kleine Story, Leute. Recht interessant. Da hat mich wieder so eine Dame angesprochen. Nee, diesmal keine Taschendiebin. Sie hat halt gefragt, sorry, kennen Sie amerikanisches Konsulat? Ja. Ich zuerst, hä, was? Aber dann habe ich mich erinnert, ja klar, kenne ich wegen Pokémon Go. Da hinten, am Start vom Englischen Garten. Klar. Habe ich ihr gesagt, ja, da die Straße runter. Sie so, vielen Dank, ich bin iranische Politikerin. Alles klar. So, ich bin fertig mit dem Triggern. Jetzt ist es Zeit für mich zu raiden. 5 Raids für die Arena-Punkte. Blende ich euch aber nebenbei nur ein, weil es sind ja nur die Starter. Ich versuche jeden einmal für euch zu bekommen. Aber ich weiß gar nicht, was da auf den Arenen gespawnt ist. Da wäre schon cool, wenn ich jetzt einen Shiggy, einen Visasam und einen Glumanda oder deren Entwicklung einblenden kann. Also Feuer, Wasser, Pflanze. Noch eine Story für euch, Leute. Da ist gerade so ein Kind, ein kleiner Junge an mir vorbeigelaufen, um die Ecke und ist mit seiner Tüte, war eine Papiertüte, gegen die Mauer und das hat die Tüte aufgerissen. Das ganze Essen ist rausgefallen. Also das war in irgendeiner Schale, er hat irgendwas gekauft und die Schale ist dann aufgegangen und das ganze Essen war auf dem Boden. Und der kleine Junge nur so, oh nee. Junge, ist das leidend, Mann. Richtig leidend. Alter, ey. So, Raid Day vorbei. Wir enden mit einem Glumanda. Ja, nichts Besonderes. Nur die Arena-Punkte gegönnt und hoffentlich ein paar X-Raid-Einladungen. Schauen wir mal, was sonst noch so geht. Oh, einen Shiny haben wir bekommen. Unnötig. Raid-Stunde ist vorbei.
Great Day sogar. Ich kann wieder ein paar Arenen machen. Vor allem jetzt direkt frisch, wo die nicht mehr blockiert sind. Entblockt sind. Auf dem Weg hierher haben wir Alo gefunden. Und damit den letzten Boss besiegt. Nicht shiny, aber den habe ich schon shiny. Jetzt können wir Giovanni besiegen und uns einen Zapdos holen. Ich habe mich null informiert. Ich war die letzten Tage jetzt nicht so aktiv. Ich habe keine Ahnung, was er überhaupt verwendet. Und hier nicht rüber. So. Abholen, abholen. Abholen. Zwei Forschung fertig. Super Rocket wieder da. Der wird sicher irgendwann in die Shops kommen. Finde den Boss von Team Go Rocket. Kämpfe gegen den Boss von Team Go Rocket. Besiege den Boss von Team Go Rocket. Machen wir doch. Ich nehme mal schnell noch einen Tangela mit. Lag auf dem Weg. Brauche noch einen 100er und die Arena-Punkte. Hab gerade ein paar Gen gemacht. Versuche jetzt während der Winterzeit. Auch wenn es nicht wirklich kalt ist. Soll ja echt ein warmer Winter werden. Leider. Leider. Denn je kälter es wird, desto wahrscheinlicher bleibe ich in den Arenen. Aber versuche jetzt trotzdem, weil die Motivation bei vielen weg ist, jeden Tag 20 Arenen zu machen. Ah, 264 leider nicht. Es ist irgendwas im 70er Bereich. Was wollte ich sagen? Ah ja, jeden Tag 20 Arenen, höhere Wahrscheinlichkeit drin zu bleiben und dann Winter abgehen halt. 6 Arenen. Yo, es gibt wieder Action, Leute. Ich laufe ein bisschen. 100er Sandbomi. Am ersten Abend ist ein normales, ein großes Bomi gekommen, 100. Habe ich nicht bekommen. Habe ich viel zu spät gesehen. Aber jetzt der seltenste von allen für uns. Sandbomi. Direkt abgebrochen, die Agentur. Sollte machbar sein. Saftig. Problem. Münchner Innenstadt. Weihnachtssamstag. Oh mein Gott, Alter. Und da ist es, Leute. 4 Minuten vor Despawn. So, schauen wir mal, ob wir uns den gönnen können. Nice. Hätte ja auch noch fliehen können. Man weiß nie. Und 100er Sandbomi. Das nenne ich saftig, Mann. Grüße gehen raus an die Map. Münchner Map. Link ist unten in der Beschreibung. Münchner, euch entgeht was. So, wir sind wieder zu Hause. Fazit zum Raid Day. Hat mich jetzt nicht wirklich gejuckt. Aber finde ich auch nicht schlimm. Ich fand es eigentlich sogar recht cool. Auch Gengar Raid Day zum Beispiel letztes Jahr fand ich cool. Obwohl Gengar an sich, klar, er hatte eine neue Attacke, aber man konnte auch die alten eine neue Attacke beibringen. Also das war jetzt nicht so schlimm. Also alte Nebulak entwickeln. Ich finde, wie mehr solcher Sachen, solcher extra Sachen. Und 5 freie Raid Pässe ist doch nice. 5000 Arena-Punkte, ein paar Arenen getriggert, also ich kann mich nicht beschweren. Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Event an sich, noch kein Shiny Burmi, wo ich jetzt eigentlich schon echt sehr viele gefangen habe. Aber dafür ein 100er Burmi. Sehr, sehr saftig und das ist sogar der seltene, also zumindest für uns. Es kam, der Großende kam jetzt zweimal, aber habe ich beide nicht erwischt. Schauen wir mal, was heute so geht. Mal schauen, ich mache natürlich einen neuen Plan. Jeden Tag 20 Arenen, also von den Arenen, die ich gestern gemacht habe. Ich habe ja nicht 20 geschafft, weil das Burmi reinkam. Mittendrin beim Arena machen, als ich die 20 voll machen wollte. Von denen sind die meisten noch übrig, also der Plan geht auf jeden Fall auf. Und Module laufen eine Stunde, also vielleicht zünde ich ein paar Runden. Bei unserer idealen Farmroute, der Spot da. Dazu habe ich mal ein Video gemacht, könnt ihr gerne abchecken. Das ist die perfekte Farmroute in München. Und ich habe gesehen, also momentan beschäftige ich mich sehr viel mit den Zellen in Pokémon Go. Und ich habe gesehen, wenn man 2 Stops minimal verschiebt, würden 2 neue Stops erscheinen. Muss ich mich mal dran setzen und vielleicht das mal machen oder beauftragen lassen, weil ich selber kann es ja nicht machen ohne den Grüß-Account. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Euch noch einen schönen Sonntag. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.